Danke. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. So, ich hoffe, dass das erste Tag von der Tux-Tage wunderbar für euch war. Und ich große Einladung in dem zweiten Tag auch. So. Also, ich bin der Hans und ich spreche heute an, auf, so, ich mache heute ein Lobreferat an unsere Flossgemeinde. Es gibt viele Leute in unserer Gemeinde, die das freie Software ermöglichen und wir sollen die nicht, wir sollen keiner vergessen. So, aber zuerst, wer bin ich? Ich bin so ein Database Support Engineering Manager. Ich habe eine Gruppe von Ingenieuren bei Object Rocket, das ist eine Firma von Rackspace. Wir stellen an, wie fast alle Technologie-Firmen. Wir brauchen unbedingt, meine Gruppe braucht unbedingt eigentlich Datenzentrumkraft in Frankfurt. So, falls ihr dann in Frankfurt in der Nähe wohnen und dann in einem lauten Datenzentrum arbeiten wollen, sagt mir bitte Bescheid. So, okay. Wie mich zu finden? Also, es ist einfach, man kann es auf Spiral Array finden oder auf Mastodon oder Libera Chat für IRC. Ich bin in einer Stunde wieder hier. So, bin weiter hier zu finden, auch zu finden. Ich habe keine kommende Vorträge. Ich habe einen im Februar, aber das ist Ende des Jahres. So, jetzt nichts auf dem Kalender. Also, allererstens, danke an alle, die freie Software für uns verfügbar machen. Riesen Dank an alle, die Floss für uns erschaffen. Wirklich, wir brauchen die Leute. Wenn es nicht geschrieben wird, können wir das nicht benutzen. Wenn es nicht organisiert wird, können wir das auch benutzen. So, danke an die ganze, die das erschaffen. Aber herzlichen Dank auch an die, die das Erschaffung ermöglichen. So, es gibt welche Leute, die dann nicht direkt auf der freien Software arbeiten, aber die sind auch wichtig. Wir brauchen auch die Rollen. Wir brauchen auch ihre Arbeit. Und wir sollen die nicht vergessen. Und in den letzten Wochen unbedingt, in den letzten Wochen unbedingt die Moderatoren innen haben wir wirklich gebraucht. So wie auch die SREs und System Administratoren, die ein bisschen aufgebaut haben, ja, in der letzten Zeit. Lass uns nicht unsere Dokumentation nicht vergessen. Die eher verzügliche Dokumentation, die sie es geschrieben haben, sowie auch die, die es für uns übersetzt haben. Viele Software, so für Nextcloud kriegen wir das dann auf Deutsch ziemlich einfach. Aber für die Rest der Welt brauchen wir die Übersetzungen machen können. Für andere Software, das... Hallo, seid ihr wieder da? Okay, so, wie ich das verstehe, ich war wahrscheinlich hier auf dieser Folie. So, die eher verzügliche Dokumentation. Großen Dank an die, die das geschrieben haben, sowie die, die es für uns übersetzt haben. Das ist... wie ich meine, das freie Software ist dann eine weltweite Gemeinschaft und wir brauchen das dann in verschiedenen Sprachen. Für Deutsch haben wir das dann Nextcloud, das ist hauptsächlich dann vielleicht auch auf Deutsch geschrieben, aber für die anderen Länder, für die Leute, die Deutsch nicht verstehen, dann brauchen wir die Übersetzungen von Deutsch ins Englisch und Französisch und was weiß ich. Ja? Bei Framersoft machen die das vielleicht auf Französisch und dann brauchen wir das Übersetzung ins Deutsch. Und dann wird viel natürlich auf Englisch geschrieben. Es ist gut dann, wenn wir es Deutsch bekommen können und sogar manchmal Schwäbisch oder Kölsch oder sowas. Ja? Also, unsere Gemeinde. So, wir haben die E-Mail-Listen in Foren und in der letzten Zeit gibt es bei der Fediverse ziemlich schnelle Einwuchs. Also danke an die Leute, die das bearbeitet haben. Unsere Moderatoren, die haben dann viel in der letzten Zeit gearbeitet, sowie die SRE-Landschaft, die das aufgebaut haben. Und unsere lokale Gruppe.
finde ihr lokaler Log. Aber wenn es nicht sowas gibt, bau was auf. Die sind auch wichtig für unsere Gesellschaft. Und natürlich will ich unbedingt unser Tux-Tage-Team und Organisation und den anderen Konferenzen danken. Für mich ist das eine große Gelegenheit, dann so im deutschsprachigen Raum mitzumachen, weil es ist ein bisschen weit für mich. Für Medien, im deutschsprachigen Raum gibt es Tux Flash von der Tux-Tage organisieren. Und auch die Radio Tux Podcast. Für mich ist es eine Gelegenheit, um Floss auf Deutsch zuzuhören. Hier habe ich zwei Stammtische. Bei einer sprechen wir Deutsch. Es gibt aber wenig Linux. Und bei der anderen geht es um Floss, weil ich das selber gegründet habe. Das ist ein freier Software-Stammtisch. Gibt es aber wenig Deutsch. So, ich kann entweder Deutsch oder Geek. Und bei mir ist es eine gute Gelegenheit, bei diesem Podcast wenigstens ein bisschen zuzuhören. Das ist fantastisch für mich. Es gibt auch dann Linux-Magazine an alle. Aber wirklich herzlichen Dank an Tux-Tage und Tux-Flash von mir. Wir sollen auch die Firma nicht vergessen. So, es gibt viele Leute und viele Jobtitel, die Floss ermöglichen. Wir sollen diejenigen, die nicht direkt mit der Software arbeiten, auch nicht vergessen. HR ermöglicht unsere Stellen, unsere Jobs. Ich würde auch gern bezahlt werden. Wir brauchen auch Sales und Marketing, falls wir bei einer Firma Geld verdienen wollen, sodass die uns bezahlen können. Und auch Dank an die Firmen, die Produkte mit und abhängig von freier Software machen. Sie sollen aber bitte doch Acht auf unsere Floss-Gemeinde, unsere Privatsphäre und unsere Floss-Lizenzen geben, gell? So, welche Firmen, die das machen? In Deutschland gibt es Tuxedo Computers, MNT Research, die deutsche Laptops und andere Rechner herstellen. Mein Tuxedo liebe ich. Es war eigentlich nicht ganz so teuer oder ist eigentlich ziemlich billig im Vergleich mit anderen Geschäften, das von Deutschland nach Amerika zu bestellen. Und ich bin sehr zufrieden damit. System 76 auch. Macht auch die Notebooks. Und dann Mirena in Frankreich macht Google-lose Android-Handys. Und Shift in Deutschland macht dann reparierbare Handys. Und Touris in der Tschechien macht dann Routers mit Linux. Und die habe ich dann hier in Scale gesehen in Kalifornien. Ein sehr interessantes Projekt. Leider kann ich das hier nicht kaufen oder nicht für weniger wie ein Haufen Geld auf eBay oder sowas. So, wir dürfen uns auch bedanken. So, schönen Dank an die Leute, die unsere freie Software benutzen, an ich und an euch. Wir brauchen das. Und dann auch unsere ganze Gemeinschaft. Und meine Geschichte. So, ich bin zuerst an der Uni Tübingen auf Unix gestoßen, in der Studentenzentrum da. In der Rechenzentrum habe ich dann mir die Informatiker und Informatikerin beim Lernen, die haben mir geholfen, weil ich dann keine Erfahrung mit Rechner gehabt habe in der Zeit, in den Tagen. Und danach habe ich dann, durch diese Freunde dort, habe ich dann AEX benutzt und andere Unix-Versionen. Und danach habe ich dann GNU Linux gefunden. Zuerst Slackware und Red Hat, aber dann andere. Und da arbeite ich seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten jetzt, als Informatiker. Und so, die haben mir geholfen, nicht nur was zu finden, das ich liebe, aber auch dann eine Karriere zu bauen.
Wir kommen später ein bisschen zu einer anderen, der mir indirekt geholfen hat. So, als Anfänger habe ich dann so bei einer Newsgruppe oder E-Mail-Liste, ich habe es vergessen, für Anfänger mitgemacht. Und ich habe bemerkt, es tut mir leid wegen der Unterbrechung, mein Browser gecrashed. wir kommen kurz dazu. So, als ich angefangen habe, habe ich dann diese Newsgruppe gefunden und ich habe gemerkt, dass es dann viele Posts, die alle gleich waren, wie kann ich meine IP-Inschrift finden und sowas. Und es gab einer, der das ständig mit der gleichen Antwort beantwortet hat, schon mehrmals am Tag. Und ich dachte, das kann ich kopieren. Ja? Das kann, und dann, kann ich, wenn ich das beantworte, kann der dann die schwerere Frage beantworten. So, ich habe angefangen, so seine Antworten zu wiederholen und dann weiter gelernt und weiter geholfen. Und dann später habe ich seinen Namen gesehen, öfters gesehen. Denn Alan Cox hat Besseres zu tun gehabt. Der war Kernel-Entwickler und der hat dann anderes zu tun. Besser, wir hätten seine Zeit besser verwenden können dabei, als dann irgendwie jemand zu helfen, ihr IP-Interest zu finden. So das habe ich dann angefangen mit der Gesellschaft und Floss-Community mitzumachen. Dann gab es dann, ich wollte PowerPC, ich habe dann PowerPC-Kiste gehabt und um Multi-Boot zu machen, musste ich dann einen Kernel-Bug reparieren, ich musste es finden, reparieren und dann durch, es war Klammer auf ein If, es war sehr einfach für die, die das verstehen, es hat mir ein Wochenende gebraucht, aber durch Freunde bei der Arbeit, die Debian und Kernel-Entwickler waren, konnte ich dann Fix hochbringen und hochladen, dass es in den Kern gekommen ist. Und das war super, dass ich diese Erfahrung mit einer hilfreichen Gesellschaft gefunden habe. Und dann, ich spreche dann wieder um Deutsch und andere Sprachen, da habe ich SUSE verwendet. Und da durfte ich dann einen Kernelabsturz auf Deutsch erleben. Das war schlecht. Damals haben wir nicht viele Kernelabstürze gehabt. Noch mehr wie heute, aber immerhin wenig. Aber es war auf Deutsch. Das war super. Und ich habe dann SUSE für eine Weile verwendet. Da wurde es schwer, das hier zu bekommen. Und ich bin seit Jahrzehnten dann auf Debian und eher auf Debian und Ubuntu. So, ich habe dann in der Zeit nur online gemacht, Mailinglisten und so und Foren und sowas. Und dann eines Tages habe ich dann einen Post gesehen, John Mad Dog Hall macht einen Vortrag in der Nähe von meiner Arbeit und ich dachte, okay, ich kann hin. Keine Ahnung, wer da war. Aber es war von unserer lokalen Unix-Gruppe und ich meinte, okay, ich kann endlich hin. Und der hat dann seine Geschichte gegeben, wie der mit Unix und Technik angefangen hat und dann wie der dann auf Linux gekommen ist und wie die Floss-Gemeinde ihm geholfen hat und wie er geholfen hat, das alles zu bauen. Und es war, ich meinte, ich soll auch mitmachen. Und durch seinen Vortrag dann bin ich dann endlich zu meiner lokalen, ich war schon längst auf der Mailingliste von meiner lokalen Gruppe und ich bin endlich zu meiner lokalen Gruppe gekommen. Und das ist PLUG, Phoenix Linux User Gruppe. Und ich war ein paar Jahre da und habe dann mitgeholfen, um das zu organisieren. Ich habe dann ein paar Vorträge gemacht. Und nach ein paar Jahren hatte unser Chairman, unser Präsident, musste dann nach Kalifornien umziehen und ich bin dann Chairman geworden und seit 20 Jahren jetzt bin ich Chairman von unserer lokalen Gruppe. Und es hat mir bei Stellensuche, Freundschaft, einfach Technik zu lernen, so einfach Geek Night zu haben, alles da geholfen, diese lokale Gruppe Freunde, die in der Nähe sind.
in den letzten 3 Jahren ein bisschen weniger, aber die Freunde sind noch da. Und wir kommen dann hoffentlich im Februar endlich wieder zusammen, so für Februar oder März. Aber diese lokale Gruppe war eine große Verbindung für mich auf unsere Flossgemeinde. Und ich empfehle für alle, eine lokale Gruppe zu finden und wenn es keine gibt, eine lokale Gruppe zu gründen. Und zuerst vielleicht einen Stammtisch machen, dass es einfach Leute kommen. Man braucht ein bisschen zu essen, ein bisschen zu trinken, Geeks zu sprechen. Das ist ein wunderschöner Abend. Wir haben dann einmal im Monat Präsentationen, Vorträge und dann einmal im Monat haben wir Stammtisch. In der Zeit habe ich dann 4 Startups gemacht und die haben nicht gestartet oder ab. es ging nichts, aber wir haben versucht und es war schon eine wundervolle Zeit. Aber dann habe ich dann angefangen, nur mit Linux zu arbeiten. Seitdem arbeite ich nur mit Linux, manchmal BSD, aber fast nur Linux. Und ich habe gelernt, die ganze Welt zu schätzen. Das ist Flossgemeinde überall auf der Welt ist. Und wir brauchen dann die Übersetzungen, die Internationalisierung, die Lokalisierung, dass wenn die in Afrika wohnen oder Asien oder irgendwo in Europa, Südamerika, die Leute, die in Antarktika wohnen oder jetzt auf der Raumschiff, so, dass die das auch verwenden können. Internationalisierung brauchen wir nicht unbedingt für Mars, aber das haben wir jetzt Linux auf Mars auch. Aber das Neue für mich ist die Übersetzungen, ist die Barrierefreiheit. Bei meiner Gruppe haben wir welche, die blind sind, so die wir verstehen, wir lernen, wie die das mit Screenreaders umgeben. Und es gibt andere Leute, die andere Barrierefreiheit brauchen, andere Weisen. Und weil es freie Software ist und wir machen das, was das Volk braucht, was die End-User brauchen, ich finde, wir sollen dann auch an Barrierefreiheit denken. Okay. Ich habe schon ein paar Distros erwähnt. Die sind auch wichtig für mich. Ich verwende schon lange Debian und Ubuntu. Und es gibt viel Software da. Es ist, auch bei SUSE gibt es dann viele Pakete. Und da brauche ich dann nicht irgendwo auf dem Internet zu suchen. Ich habe das schon. Und ich habe schon, es wurde schon packaged und es ist bereit für mich und es funktioniert einfach, einwandfrei. Und das habe ich dann, wie meine Jahrzehnte benutzt und es hat mir wirklich geholfen und einfacher gemacht, freier Software-Mensch zu sein und das für meine eigenen Sachen. Ich habe nur Linux zu Hause und auch für die Arbeit. Ich kann einfach Software finden. Ich weiß, dass ich das vertrauen kann, weil es wurde schon von Debian und Ubuntu und an die anderen Distros überprüft. Okay. Ich bin ich. ich liebe das Kommandozeile und Terminal. Ich musste auch mich bedanken bei welcher Programm, Firefox auch. Das ist das dieses einzige, aber das GUI-Programm, das ich das häufig verwende. Aber Screen und SSH und die sind wichtig für mich, jeden Tag, bei der Arbeit und auch für mich. Ich mache dann alles auch zu Hause über SSH, alle Verbindungen von einem Rechner auf den anderen und wir haben welche in meinem Haus. Die sind mir wichtig, aber ich weiß, dass es auch dann andere Programme für andere Leute wichtig sind. So,
Es gibt die Leute, die das für uns schaffen. Es gibt auch die Leute, die unsere Software benutzen. David Revoy ist eigentlich beide. Er einer, der das benutzt, aber der hat dann auch Pinseln und andere Sachen für uns erschafft. Wir kommen eigentlich später dazu, so in etwa eine halbe Stunde mache ich einen Vortrag um Krita und die Kunst des Kritas und unbedingt dann David Revoy und sein Pepper and Carrot. So, der hat okay. So, der ist Künstler, der macht nur Creative Commons und der verwendet nur freie Software. Am meisten verwendet der Krita von KDE, aber der spielt auch mit anderen Sachen und der ist eigentlich so fast, der macht ständige Werbung für freie Software, für die Creative Commons und der verdient dadurch. Der hat dann Patreon und andere Sachen. Der kann dann durch seine Kunst macht er ein Leben. Ich weiß nicht, wie viel, aber der kommt durch. Und das ist schön. Ups, falsche Seite. Okay. Was habe ich hier genannt? Okay. und dann für einen Nutzer. Ich wollte dann von Karen Sanders sprechen. Sie ist Cyborg-Rechtsanwältin und Entwicklerin. Sie war zuerst eine Entwicklerin. Sie hat dann ihr Jura gemacht und wurde Rechtsanwältin. Ist aber jetzt CEO bei Software Freedom Conservancy. So die haben ihr eigener Rechtsanwalt. Rechtsanwälte wissen, die sollen ihr eigener Rechtsanwalt nicht sein. Ja, so sie ist dann nicht unbedingt als Rechtsanwältin bei Conservancy tätig, aber von ihrer normalen Stelle, um die GPL, unsere GPL zu verteidigen, kann sie diese Kenntnisse brauchen. Falls ihr das nie gesehen haben und Englisch können, würde ich empfehlen, ihr LCA Keynote von, es war 2017, 2018 zu sehen. Sie hat ein Herzdefekt und braucht dann Hilfe dabei. Und das ist freie Software, die Software ist für sie lebenswichtig. Und das ist eine sehr gute Keynote. Sie kann, soweit ich weiß, aber kein Deutsch. Man muss es dann auf Englisch finden oder Dolmetscher finden. So. Und technische Rampenlicht. Für mich, als ich angefangen habe, so wie ich meine in Tübingen, da habe ich dann das erst gesehen und benutzt. Und ich bin auf Gukis gestoßen, so auf dem Internet. Ich wusste nicht, aber ich habe dann später gelernt, dass der Berliner war. Und ich habe auf seine Dokumentation, seine RC, Files, Beispiele gestolpert und dadurch viel gelernt. Und durch seine Blog und seine Beispiele konnte ich dann anfangen, unser System zu verstehen. Konnte ich verstehen, wie die Programme zu benutzen, konnte verstehen, wie die zu konfigurieren und konnte auch verstehen, wie das System organisiert wurde. Und der war einer meiner größten Einflüsse in der Zeit, obwohl ich ihn damals nicht gekannt habe. Ich habe ihn einmal treffen können bei Tübix, habe ich ihn kurz getroffen und ihn bedanken können. Und das war mir damals wichtig. Aber der ist im Februar dieses Jahr verstorben. Ja, wie immer. Das ist ein schwerer Tag für mich. Der ist verstorben. Wir haben sein Lied verloren. Aber der hat dann uns viel Dokumentation und Vorträge hinterlassen. Und viele Leute, die er geholfen hat, die auch weiterarbeiten. Und das andere für mich ist, Wim ist mein Editor. Ich
benutze es für alles. Ich schreibe alles, was ich kann in ASCII-Doc, in Vim. Und der war einer der Hauptentwickler bei Vim und hat viel Dokumentation geschrieben, Vim-Tutor. Es war sehr wichtig, ist noch sehr wichtig in unserer Gemeinschaft, so bei Vim und bei freier Software überhaupt. Okay. Jetzt kommen wir zu einer, die ich nie getroffen habe. So, bei Keylux habe ich dann von Frank Karliczek gesprochen. Der ist der CEO, Gründer und viele andere Sachen bei Nextcloud, OwnCloud. Der hat einen wichtigen Vortrag, wie er seine eigene Projekt geforkt hat, wieso es wichtig war. Der hat dann noch mehrere, ich kann wirklich empfehlen, seine Vorträge um Geschäft, so freie Software Geschäft zu sehen und wie Lizenzen wichtig sind. Das hat er dann in 2019 gemacht und 2020. Kurz vor der Covid, das gemacht hat, wieso der GPL für ihn als Geschäftsmann wichtig war. Aber der ist nicht der Einzige bei Nextcloud. Wir wissen, dass es die Entwicklung gibt. Wir wissen, dass es die Übersetzer gibt, dass wir dann Nextcloud-Dokumentation auf Englisch und Deutsch und Französisch und was weiß ich bekommen können. Ja? Aber das ist auch andere Leute da und die haben, Nextcloud hat einen Podcast auf Englisch. Und die haben dann jetzt eigentlich genau vor einem Jahr, glaube ich, Edeltraut geinterviewt. Und Edeltraut ist Account Manager, Business Administration bei Nextcloud, wohnt in Hawaii, weil das ist Nextcloud, sie ist dann, ich glaube, sie hat gesagt, dreimal umgezogen, so ein paar Mal in Europa, so einmal in Europa, zweimal in den USA umgezogen und dann noch bei Nextcloud tätig ist und sie macht dann Sales und Renewals auch für die jetzigen Kunden von Nextcloud und sie meinte, sie ist das erste Kontakt für New Sales und sie ist auch wichtig. Ich verwende Nextcloud selber und das ist für mich ein wichtiges Projekt und es ist schön, dass es eine Firma dahinter steckt, um Konkurrenz gegen die nicht freie Software Firmen zu machen. So, das ist das Link von dem Podcast. Guck mal einfach nach Edeltraut und Nextcloud und das ist sehr einfach zu finden. Ups, und ich habe wieder den falschen. Ja. Und dann für Entwickler habe ich diesmal entschieden, Eugen zu erwähnen. So, der ist der Gründer, der Erfinder, wie man sehen will, von Mastodon, das Activity Pub verwendet. Und das ist das Microblog. Man kann dann kleine Blog oder kleine Notizen auf dem Netz bringen und wir können dann Subscribes, Pub-Sub und sowas machen. Und in den letzten zwei Wochen ist es dann wichtiger geworden als Twitter implodiert wir wachsen. Der meinte, der hat dann heute gepostet, dass das Mastodon-Gemeinschaft wächst wochenlich genauso viel oder mehr Leute, als was es vor drei Wochen in Mastodon überhaupt gegeben hat. So. Okay, dann haben wir es. Okay, gut. Das ist keiner von uns. So, der hat das gegründet und gemacht und der versucht dann diese Federverse zu wachsen, dass der arbeitet nicht nur mit Mastodon, aber mit anderen Projekten wie PixelFed, das für Bilder ist und die arbeiten mit ActivityPub, dass die alle zusammen sprechen können. Und das ist unsere Gemeinschaft. Ja? Wir wollen keine Silos haben. Wir wollen nicht unsere eigene Ecke haben. Wir wollen zusammenarbeiten. Und vielleicht wollen wir zum Beispiel ICVIM verwenden und andere Leute Elvis, wenn es es noch gibt, oder NVI oder Emacs oder Joe. Aber wir können alle zusammenarbeiten, weil wir
wir wollen, dass das Technikaufbauer, dass es egal ist, welches man wann verwendet. Ja? Right. So für mich ist es auch wichtig, dass wir das modifizieren können. Dass wir, ein Freund von mir, eigentlich der Freund, der diesen Hemd für mich gemacht hat, der hat das mit Inkscape gemacht und wir wissen genau, wie ein Webbrowser aussehen soll und was es machen soll. Und die sind zwei verschiedene Bilder. Wie ich Firefox verwende und wie er Firefox verwendet, ist völlig anders. Wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahren und wir benutzen die Werkzeuge einfach anders wie einander. Und es ist wichtig, dass wir das modifizieren können, nicht nur Konfiguration, aber sondern auch dann zum Beispiel bei Firefox Add-ons einstellieren können. So, ich verwende U-Matrix, er verwendet U-Block Origin. Ich versuche jetzt langsam auf U-Block Origin zu kommen. Aber das ist für mich dann für die Privatsphäre wichtig, dass ich dann das Keks, Browser-Keks und JavaScript und die anderen Sachen, die nicht nötig für die Webseite sind, blockieren kann. Und falls man das nie gemacht hat, versuche dann das neue Version von Lightbeam, ich vergesse, wie es jetzt heißt, das einstellieren und sehe, wie viele Trackers es auf einer Webseite gibt. Es ist erstaunlich, wie viele Trackers es gibt. Und man wird wissen dann, wieso das Web langsam ist. Ja, wenn die dann hunderte Tracker runterladen müssen, das braucht Zeit. Ah, habe ich gesagt, dass ich dann das Terminal lieb habe? So, diese Befehle, die ich benutze, okay, regex ist kein Befehl, aber ich liebe regex, die sind schön. So. und es gibt dann auch Dienste. So, ich war dabei, als Apache zuerst da war und dann auch habe ich dann in der Zwischenzeit SendMail, Postfix, XIM, alles für SMTP, für E-Mail benutzt. Ich bin Bind für DNS. Die alten Dienste gibt es und die sind noch wichtig. Und wir sollen die nicht vergessen, auch wenn wir jetzt heutzutage was anderes benutzen. Und dann heute gibt es dann unser Fediverse. Und das ist das neueste, nicht das neueste Projekt, aber einer von den großen neuen Projekten für unsere Gemeinde. Ich war erst an dem Fediverse vor etwa 10, 12 Jahren dabei, als es Identica gegeben hat. Und man konnte auch eigentlich sagen, dass IAC früher das Fediverse war. Das mache ich schon länger, wie ich sagen will. Aber heute haben wir Mastodon, wie ich meine, für kleine Notizen, Pixelfed für Bilder, PeerTube für Video, Matrix ist auch für kleine Notizen, es ist eher also das neue IRC, Mobilezone für Events, für Konferenzen und sowas. Und wir sollen aber nicht vergessen, wir wissen, dass es die Entwickler gibt. Aber bei dieser Gruppe, bei unserer Social, unserer gesellschaftlichen Dienst da, sind die Moderatoren sehr wichtig für uns. Das war das immer so bei IAC und es ist weiter so bei Mastodon und Pixelfed. Denn es gibt Leute, die nicht so höflich sind und wir brauchen dann Hilfe und wir brauchen auch Hilfe, einfach die neuen Sachen zu verstehen. Also wir sollen nicht vergessen, dass die da sind. Die sind, man kann die nicht sehen normalerweise. Aber das, wenn man die nicht sehen kann, heißt es, dass die ihre Stelle gemacht haben. So, wir sollen die bitte nicht vergessen. Unbedingt, wie ich meine, die letzten paar Wochen, als es alles wirklich wächst. Und das ist eher um Projekte und um das Volk, die das gemacht haben. Aber unsere Programmiersprachen sind auch wichtig. Wir brauchen die, um die freie Software zu schreiben. So, wir denken an den Kern, das in C geschrieben hat, aber denken wir an C. Es kommt jetzt Rust rein. Ja?
So, wir sollen auch an die Programmiersprachen denken. Ich habe nur ein paar geschrieben und ich bin kein richtiger Entwickler. Ich bastle einfach Shell mit Duct Tape und Kaugummi zusammen. Aber ich habe dann welche in meiner Zeit verwendet und es gibt viele andere Sprachen. Und es ist empfehlen, welche zu lernen. Aber auch wenn man nicht programmieren will, soll man dann auch an den Sprachen denken und die Arbeit, die Leute machen. So Python gibt es immer neue Versionen, auch von Perl und PHP. Man soll auch bedanken, dass die das weiterentwickelt und dass die versuchen, das sicherer zu machen. So, ich habe dann Rust erwähnt. Rust soll wie C, C++ sein ein bisschen, aber das ist sicherer. Es ist schwer mit Rust, nicht unmöglich, aber schwer mit Rust, schlechte Memory Management zu schreiben. So meinen die. Ich verwende es nicht, so ich weiß noch nicht, wie das wirklich ist. Aber für Leute, von Leuten, die ich wirklich vertraue, die meinen, dass es eine bessere Sprache dafür ist. Und das soll man schätzen. Also. Und dann, ich soll wieder nicht vergessen, danke an alle, die das bis hierhin in Präsentation geschafft haben, die vielleicht länger dabei waren wie ich, weil wegen der Absturze. So, danke, dass ihr hier gekommen seid. Ich hoffe, dass ihr weiterkommt, um andere Entwickler und unsere Gemeinde, bei der Gemeinde zu bedanken. Und als Credit will ich das dann natürlich an die gesamte Floss-Gemeinde. Und dann am Ende haben wir noch ein paar Minuten. Und gibt es dann Fragen? Aber gibt es auch, wer wollt ihr dann danken? Okay. So, gibt es irgendwelche Fragen? Danke. Soweit sehe ich erstmal keine Fragen. Schauen wir mal. Ich bin nebenbei hier mal kurz dazu gejoint, weil das hier alles nicht wieder abstürzt. Nee, passt soweit. Ich denke, dann gehen wir ganz kurz in die Pause und sind dann gleich wieder für euch. Du bist ein bisschen spät angekommen, aber Tux-Tage und Tux-Flash wurde früher erwähnt. So, danke für deine Arbeit dran. Das hat mir geholfen, so danke. Ich habe heute wieder einer Folge zugehört. Absolut gerne, freut uns sehr und auch vielen, vielen Dank für deine tollen Vorträge. Ich würde sagen, danke. Wir sehen uns gleich in der Pause. Bis gleich. Bis gleich.